Good day, Pilots, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flight Sim News. Wir sprechen heute über zwei Add-ons, einmal den Afro, die BAE 146 und das neue Ground Equipment GSX. Wer kennt es nicht? Mehr gibt's in diesem Video. Los geht's! Hallo Piloten, ich hoffe, euch geht's gut. Ein kleiner Fehler von mir. Es gibt nicht den BAE 146, sondern die Erweiterung, und zwar die RJ Series soll von Just Flight bald veröffentlicht werden. Und zwar ist das für den Microsoft Flight Simulator die Afro RJ Serie, die es bald in den Microsoft Flight Simulator geben wird. Hergestellt wurde dieses Flugzeug von Afro International Aerospace und es wurden zwischen 1993 und 2370 Flugzeuge des Afro RJ geliefert. Natürlich, auf den ersten Blick sieht die RJ Series sehr ähnlich aus wie die BA 146. Doch was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt in den Triebwerken. Die RJ Series hat die Honeywell LF 507 Turbofans und sie liefern auf jeden Fall deutlich mehr Leistung als die BAE 146. Das hier schon mal für euch am Rande. Bei dem Add-on gibt es dann alle drei Varianten, die RJ 70, RJ 85 und die RJ 100 und dazu 25 schöne Lackierungen vom Hersteller. Was ich erstmal sagen werde, wenn X-Plane 12 rauskommt, wird auch es eine Variante für X-Plane 12 geben. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Danke auf jeden Fall schon mal Just Flight. Es gibt noch eine weitere gute Neuigkeit. Und zwar, wenn ihr die BAE 146 von Just Flight schon habt, bekommt ihr einen Rabatt für die RJ Series. Leider gibt es auch einen faden Beigeschmack. Und zwar an alle Prepare 3D Nutzer. Es wird kein Add-on für Prepare 3D geben, da wahrscheinlich Just Flight einfach ihre beiden Simulatoren, X-Plane 12 und Microsoft Flight Simulator, da weiter ihre Add-ons herausbringen. Und Prepare 3D wird es auf jeden Fall für die RJ Series nicht geben. Das Add-on ist auf jeden Fall schon in Produktion. Ein Release-Datum liegt mir leider noch nicht vor. Piloten, es gibt neue Infos zu GSX. GSX, wer kennt es nicht, ein Must-Have-Add-on damals für den Microsoft Flight Simulator FSX und Prepare 3D, wo ich auch dieses Add-on bei FSX hatte und habe es übelst gefeiert. Es soll noch diesen August veröffentlicht werden. Das Publisher-Team FS Dream Team hat dieses bestätigt. Derzeit befindet sich dieses Produkt in der Beta-Testphase und soll, wie gesagt, in dem August veröffentlicht werden. Ich zitiere das mal, was GSX schreibt. Wir arbeiten an einigen neuen Videos, aber wir stehen kurz vor der Veröffentlichung. An anderen Orten haben wir bestätigt, dass GSX im August erscheinen wird. Sehr, sehr gespannt. Ich werde euch natürlich informieren, sobald dieses Add-on veröffentlicht ist. Meine Frage an euch, werdet ihr euch GSX zum Download saugen und kaufen? Ihr könnt gerne eure Kommentare dann in die Kommentarfunktion hineinschreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video. Ciao!